Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Harveys Neue Augen. Ja, wir haben im letzten Part uns weiter um die Aufgaben gekümmert, die Oberin uns gegeben hat. Und haben die Termiten umgeleitet vom Baum weg und haben den guten Freeman getroffen und... Naja, der war es nicht so glücklich, uns zu sehen und hat davon erzählt, dass er den Kellerschlüssel im Boden gefunden hat oder gesehen hat und dass er gerne runter möchte. Dann haben wir ihm halt ein bisschen geholfen. Und nachdem wir die Termiten umgeleitet hatten und die Bienen runtergeholt hatten, war der auf einmal komischerweise weg. Dafür war aber so ein cooler Gnom da, so ein cooler Zensiergnom. Ich finde das toll, dass er da war. Schade, dass Freeman nicht mehr dabei war, weil ich weiß nicht, wo der ist, ne? Doof sowas. Aber wenigstens haben wir den Kellerschlüssel bekommen und haben jetzt eine wundervolle Schaufel, mit dem wir das Beet umgraben können und damit die zweite Aufgabe dann beenden können. Und vielleicht sogar einen Schatz finden, wenn wir Glück haben. Hier, Edna, ich habe eine Schaufel. Yay! Du hast eine Schaufel gefunden! Ach, Lilly, du bist doch die Beste. Dann lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. So machten sich Edna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Das ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Na und? Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wen juckt's? Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ob das so eine gute Idee ist, eine Fliegerbombe zu öffnen, ich weiß es nicht. Eine echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Es ist eine tolle Idee, einen Blindgänger zu öffnen. Das ist eine sehr gute Idee. So wird das nichts. Das ist wieder einmal ein Beweis, dass rohe Gewalt ihren schlechten Ruf vollkommen zu Unrecht hat. Ohne kommen wir hier garantiert nicht weiter. Na, ob wir hier weiterkommen wollen, ist die andere Frage. Aber ich habe eine tolle Idee. Hier, guck mal, Presslufthammer, let's go. Super! Das Gerät sollte nun wirklich genug Wumms haben, um die Schatztruhe zu öffnen. Let's go. Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Ach, halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Was? Okay, dann nehmen wir halt die Schaufel einfach. Einfach drauf. Na, geht doch. Du hast es geschafft! Und was ist das jetzt für ein Ding? Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Oh ja. Naja, wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich habe auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Hast du irgendwas dabei? Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Das Band unserer Freundschaft. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit. Siehst du. So. Jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Lilly! Wo ist denn dieses Gör schon wieder? Lilly! Das ist die Oberin. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Ja. Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr. Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Oh, super. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Und so viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly, es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Okay. Ihr habt den Rest des Tages frei
um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und Lily, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort. Okay. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lily. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Die Musik. Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Und jetzt steh ja doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, wird's bald? Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemergelt Lumpy schon wieder ist? Dummes Kind! Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht, Mann? Trödel nicht rum. Fütter die Katze. Okay, ist ja gut. Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Ich merke schon. Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Na, das ist doch sehr schön. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Lumpy hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Ob der noch lebt, ist eine andere Sache. Lumpys Futternapf war reich verziert. Als Haustier der Oberin hatte man bestimmt ein wundervolles, erfülltes Leben. Ich glaube nicht, nee. Wie sie einen anguckt. Hilfe, lass mich in Ruhe. Als Haustier der Oberin... Okay, naja. Dann Katzenfutter hier, let's go. Denn da? Schlecht, Lilly. Ganz, ganz schlecht. Ach so. Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpy kein normales Katzenfutter ist. Wieso stand's da? Aber du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Mhm. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Mhm. Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpys Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Hast du das verstanden? Aha. Mhm. Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Seine neue Methode zur Charakterkorrektur. Hey. In Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Der Gute. Hey, Dr. Marcel. Super. Cool, dass der wieder da ist. Hurra. Lilly fühlte sich miserabel. Vielleicht hatte die Oberin recht und diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Lilly schauderte bei nicht. Den Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten. Und sie sind alle wahr. Sie sollte Edna von dieser Neuigkeit berichten. Dr. Marcel, sagst du? Dann hat sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Der Doktor und ich haben noch eine alte Rechnung offen. Ich bin mir sicher, er ist meinetwegen gekommen. Lilly. Ich kann nicht länger hier bleiben. Ich werde das Kloster verlassen und für eine Weile untertauchen. Die Sache hat nur einen Haken. Dieser Garrett, der hier überall rumspukt. Ich glaube, er spioniert für die Oberin. Solange er seine Nase in alles hineinsteckt, kann ich mich nicht frei bewegen. Denkst du, du findest einen Weg, ihn von mir fernzuhalten? Aha. Boah, Lilly. Du bist wirklich schwer in Ordnung. Was würde ich bloß ohne dich machen? Ach, Dr. Marcel. Also, ich bezweifle, dass die Charakterkorrektur so gut ist für dich, Lilly. Außerdem möchtest du am Ende auch Alfredine heißen. Und deine Lieblingsaufgaben sind Akten sortieren und abwaschen. Lilly hatte kein Talent. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Lilly wusste nichts mit diesen fabrikneuen Murmeln anzufangen. Vorher hatte sie immer mit abgeschnittenen Puppenköpfen gemurmelt. Die haben wenigstens zurückgemurmelt. Oh. Egal, nimm mit. Lilly hatte kein Okay, Edna, hi. Lilly hatte Edna noch nie so besorgt gesehen. Nicht einmal in der Nacht, als sie die Sakristei in Brand gesteckt hatte. Und? Kommst du voran? Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Aber ich darf nicht riskieren, dass Dr. Marcel mich findet. Du weißt ja, was man sich über ihn erzählt. Es ist alles wahr. Mhm. Außer die Geschichte mit dem Orang-Utan. Okay. Die hab ich nicht gesetzt. Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator. Ja. Erst einmal. Ich bin...
Nicht so laut. Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Ja. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. Oh, das ist er wirklich. Böse. Okay, wir sehen uns später. Ich kümmere mich drum. Oh, die beiden kenne ich auch noch. Shai und Zuka, ja. Shibuya Power. Lily hatte Shai schon immer sehr hübsch gefunden. Viel hübscher als sich selbst. Aber einer Mitschülerin schlaf, die Haare abzuschneiden und sich selbst eine Perücke daraus zu machen, gehörte sich nicht. Darum Eben. Schlich Lily jede Nacht unverrichteter Dinge in ihre Schlafkoje zurück. Alter. Shibuya Power! Shibuya Power! Shing. Shibuya Power! Shibuya Power! Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Shing! Shing! Oh Mann, du bist ja voll daneben, Lily. Oh. Was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine original Marushi-Niyuki-Haarnadel abgesehen. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben, nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Für wen hält die sich überhaupt? Für Soki Nuroshi Miyako Hagatsu, den Erzfan von Hiroyoshi Superfrog? Hiroyoshi Superfrog. Vertraue auf den Elf. Zauber des Glitzerstaubs. Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Und nur im Angesicht des Todes. Miyuroshi Glitzerschein, mystische Gestalt des Wolfes. Mystische Gestalt des Wolfes. Hamanukri, Shing. Und überhaupt, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Schließlich... Hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt? Mhm. Oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet? Die dunklen Mächte dürfen nicht obsiegen! Und du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch! In Band 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Nagayuso Sprengzonen im Lehrerzimmer, als die dunklen Mächte Musushi Rainbow entführt haben. Shibuya ist cool! Miyurushi Glitzerschein! Ah ja, okay, macht ihr mal. Tschö. Aha, da war Garrett ja schon. Lily beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Schulrabauken, ah ja. Okay. Warte, bevor wir da jetzt hingehen, wir werden eh noch hier rumlaufen, sonst was. Gehen wir mal runter. Kommen wir durch, bitte? Hallo? Nein? Okay. Wen haben wir denn da? Grusel, Lilly. Wie war's bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shawnee. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Wir bekommen keinen Nachttisch. Genau, Memphis. Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Hack nicht so auf ihr rum. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lilly etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Genau. Sie ist ja so ein braves Kind. Sie hakt, sie putzt, sie kocht. Eklig ist das. Und gefährlich. Denn irgendwie endet immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lily? Seit du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Man traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Du tust ja nur, was man dir sagt. Bestimmt bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberen unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Shawnee. Aha,
Ich wusste es. Ein Rezept von der Oberin. Tja, das behalte ich wohl vorerst. Warum? Mal schauen, wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Los, Jungs, wir hauen ab. Du bist unmöglich. Ich find's toll, alte Stimmen zu hören. Aber Mann, vor allem als ob Lilly nicht schon genug angeschrien wird von der Oberin. Nein. Ach, toll, ey. Oh, hallo. Wie? Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Ja, ich habe auch das Gefühl, das funktioniert nicht so gut. Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze. Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Mhm. Selbstbeherrschung. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Ja, die hast du auf jeden Fall nicht. Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Ach ja, die gute Oberin ist ein Traum. Hier fehlte etwas. Und auch wenn Lilly dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Heute waren die Kokosnüsse ruhig. Das machte aber nichts. Lilly wusste mittlerweile genug über Schrumpfköpfe. Edna hatte immer ein paar gute Witze über Bananen parat. Aber da Lilly ein braves Kind war, hatte sie keinen davon verstanden. Natürlich nicht. Lilly hatte sich bereits mehr an der Obstbar bedient als ihr Zustand. Lilly nahm sich vor, sich später selbst dafür zu bestrafen. Alter, ich lieb's. Ich liebe es einfach sehr. Lilly hatte sich bereits mehr an Ach ja, es ist einfach ein Traum. Lilly mochte Äpfel. Sie waren gesund und gelegentlich fand man einen Wurm. Die hörten wenigstens zu, wenn man mit ihnen sprach. Na, das ist doch nett. Okay. Die Musik ist so ruhig. Das ist einfach... Hilfe, wer ist das? Hallo. Doris, hallo. Lilly mochte Doris und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Was starrst du mich so an, du kleine Messgerin? Sie hatte zwar eine raue Schale, dafür aber einen weichen Kern. Wenn du weiter so starrst, dreh ich dir eigenhändig den Hals um. Immerhin mochte sie Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder. Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben. Neben Edna war Doris Lillys beste Freundin. Ach ja, schön. Was war das? Du frecher Mistkäfer. Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Es kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Oh ja. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Okay, ich brauche Einweggläser. Bevor du wieder nach Essen fragst, es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Mhm, cool. Ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweggläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedank dich bei meinem idiotischen Anwalt. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Kein Rezept? Uh-uh. Tja.
Dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Oh, wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Ach, sie ist aber ein Sonnenschein. Wundervoll. Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla, 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 bla. Willst du das wirklich hören? Uh-uh. Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. Hm. Na dann. Würde ich mal sagen, mache ich erstmal einen Cut für diesen Part und wir werden dann im nächsten Part vielleicht Doris helfen, unserer besten Freundin hier aller Zeiten und vielleicht auch das Rezept irgendwie wiederbekommen und irgendwie, ja, mal gucken. Und natürlich weiterhin versuchen, Garrett zu finden und zu gucken, hier, was geht hier ab, warum spionierst du so rum und Edna zu helfen, naja, Spuren zu verwischen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in einem weiteren Part und ich sage ciao.